Oh, heute in Tracht erschienen? Ich bin heute in der Egerländer Mädchentracht. Das ist die Tracht eines jungen Mädchens. Aber da wir keine jungen Mädchen haben, steht halt eine alte Schachtel drin. Hallo, Frau Heilmann. Hallo. Ich darf Sie duzen? Ja. Dann, Annemarie, was hast du uns heute für ein Gericht mitgebracht? Liwanzen. Ein typisch egerlanderes Gericht. Das sind Eierpfannkuchen mit Hefe. Welche Zutaten brauchen wir dafür? Puderzucker, Eiersatz, Zimt, Salz, Zucker, Mehl, meine Hefe und Milch. Da wir sehr gesund leben, 0,3% Fett. So, so. Warum hast du dich für dieses Gericht entschieden? Weil das ein typisch egerlanderisches Gericht ist. Eine kräftige Suppe vorher mit Kartoffeln und Pilzen, ein bisschen dick, damit man satt wurde. Und das andere war praktisch dann der Nachtisch. Dann legen wir los. Ja, jetzt brauche ich erst ein bisschen warme Milch, dass meine Hefe geht. Das ist erstmal nur ein bisschen Milch für das, es nennt sich Dampferl, also gedämpft die Hefe, dass sie also geht. So, und da wird jetzt ein bisschen Milch, Mehl noch drüber gestreut und ein bisschen Zucker muss hinein, dass die Hefe gut geht. So, und bis das jetzt geht, wiege ich mein Mehl ab. Also ich brauche 300 Gramm Mehl. Und da ich dieses Ding nicht kenne, nehme ich halt mal das und noch ein bisschen mehr, dann wird es schon stimmen. Macht man dann eine Kuhle rein und da kommt dann der Zucker hinein. Also 50 Gramm, das sind etwa 1,5 Esslöffel. Und dann kommt jetzt der Eiersatz dazu. Es wären also normalerweise 2 Eier. Aber da wir wegen Cholesterin keine Eier essen, gibt es Eiersatz. Und eine Prise Salz. Das sind also normalerweise, was man mit 3 Fingern nehmen kann, eine Prise. Und da ich mit 3 nicht reinkomme, nehme ich halt 2x2. Und das dauert jetzt, bis das jetzt wirklich aufgeht. Und so lange muss man halt warten. Ich bin im Egerland geboren. In der heutigen Stadt Bohr, zu meiner Zeit, also mit Deutsch, heißt die Ortschaft Heid. Ist eine größere Wallfahrtsstadt mit etwa 3000 Einwohnern zur Vertreibungszeit und liegt am Rande des böhmischen Kessels, knapp an der deutsch-bayerischen Grenze. Und das Egerland war in der früheren Zeit zum böhmischen Kessel ein rein deutsches Gebiet. Da waren nur Deutsche anwesend. Einige Juden, auch einige Tschechen. Man hat auch gegenseitig geheiratet. Mein Großvater war mit einer Tschechin verheiratet. Ich bin also ein Viertel Tscheche. Liebe Annemarie, wenn du jetzt an deine Heimat, das Egerland, denkst, kannst du dich an einen bestimmten Geruch erinnern? Also daran, wie das Egerland für dich gerochen hat? Wie gute Landschaft, nach Bäumen, nach Gras, nach Blüten. Und wie hat das Egerland für dich geschmeckt? Nach Liwanzen? Das Egerland hat zur damaligen Zeit, wie es allgemein üblich war, von dem gelebt, was selbst produziert wurde. Wer irgend konnte, hatte selbst einen Garten. Und von dem wurde eben gelebt. Gekauft wurde wenig, weil eben wenig Geld war. Jetzt hatten wir den Geruch und den Geschmack. Doch wie hat das Egerland für dich ausgesehen? Also mein Geburtsort war eine Stadt. Und als Kind ist man ja aus der Stadt praktisch nicht rausgekommen. Vielleicht mal in den Nachbarort, wenn Obst geholt wurde. Oder in den Wald, wenn ich dann wie später laufen konnte. Ging man in den Wald zum Beerenpflücken, zum Pilze sammeln. Langsam ergibt sich ein Bild. Doch was ist mit Musik, mit Gedichten? Wie hat das Egerland geklungen? Zu meiner Zeit, also ich bin 1935 geboren, wir hatten kein Radio, nichts, aber ich hatte noch meine Urgroßmutter
Und es war üblich, dass ein Kind unter 6 Jahren nie allein war. Und da waren meine Tanten und meine Mutter und auch die Oma zur Arbeit oder was halt getan werden musste. Meine Urgroßmutter hat mich behütet. Und da saßen wir unterm Fenster, war ein Sofa. Da saßen meine Urgroßmutter und ich, dann haben wir gesungen und hat sie mir Gedichte gelernt, die ich nicht verstanden habe, die ich aber heute noch kann. Ich war nie alleine. Es war wunderbar. Ich war immer behütet. Und als ja die Urgroßmutter war, die war natürlich auch nicht streng. Und wir haben gesungen und gelacht. Es war wunderbar. So, meine Hefe ist warm. Die Milch rein. Und das muss man jetzt natürlich kräftig rühren. Das sieht doch schon aus wie ein Teig. Und zu diesem deutschen Tag verkaufen sie es also eben rund gemacht. Aber das tut der Schönheit ja keinen Abbruch. Und schmecken müsste, es ist ja auch nur gute Zutaten drin. Die wären jetzt natürlich noch etwas lockerer, ne? wenn die so ein bisschen mehr gegangen wäre. Und das war also praktisch daheim dann das Nachessen nach der kräftigen Suppe. Das war ganz wichtig, die Suppe. Und im Winter, wenn es kalt ist, dann mache ich für mich allein eine Suppe. Ich hätte da noch eine letzte Frage. Was würdest du heute jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen? Wissen, Wissen und nochmal Wissen. Ich habe jetzt als Europäerin das Recht, am Europäischen Gerichtshof Klage einzureichen gegen das tschechische Volk, um Rückgabe meines Hauses. Ich würde mein Haus bekommen. Und was mache ich dann? Unser Ziegenstall ist eine Garage, also es ist wunderbar. Und ich würde es Ihnen schenken. Weil ich sage, es kann nicht einfach da oben jetzt einer sagen, klag das ein. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht dasselbe Verbrechen begehen, gegen das ich mich mit Händen und Füßen wehre. Und es gibt es und es muss doch Frieden auf der Welt geben. Frieden, Frieden und nochmal Frieden. Frieden, Frieden und nochmal Frieden. Wichtige Schlussworte. Danke. Annemarie. Tausend Dank. Schmeckt es euch? Ich war gerne hier. Ja. Schmeckt es euch? Ja. Ja. Unserer Jury gefällt es scheinbar. Und weg ist der Teller. Für Heimat alles. Wie bitte? Also für die Heimat alles. Ah, dem schließe ich mich an. Und an unsere Zuschauer. Abonniert gerne unseren Kanal für weitere Videos. Bis bald!